Und willkommen wieder zurück hier, noch auf dem Rollfeld und dem Ladebildschirm, weil ich gerade abgelenkt bin. Ich bin gerade mein Tamagotchi am Füttern. So. Ja, Puh hat Hunger. Ja. Nee, Puh ist gerade wach geworden. Yeah, so. Full Speed. Ich bin im dichten Nebel. Gibt's hier noch was anderes außer Nebel? Ich weiß nicht, ich sehe nur Nebel. Also ich sehe, okay, mein Flugzeug sehe ich auch noch. Ja, das auch noch, ja, aber ansonsten sehe ich nur Nebel und Punkte. Ich finde es übrigens gut, dass mittlerweile diese komischen Schriftfehler da oben weggekommen sind, die Textfehler. Ja. So, ich weiß übrigens jetzt gar nicht mehr, ob ich jetzt die Folge an die letzte rangehangen habe oder ob ich jetzt eigenständig mache, wir werden es sehen. Genau, ihr werdet das alles sehen, was denn wie, denn was genau. Und wo passiert. Quasi, ihr wisst es schon, während ich jetzt mit euch rede, wisst ihr das schon. Ich weiß jetzt fast schon vor euch, aber jetzt im Moment noch nicht. No. Der Satz war gut, oder? Ich habe kein Wort verstanden. Ich bin so stolz. Du musst mal in deine Cockpit-Perspektive während des Nebels rein. Das ist so die geilste Perspektive ever. Wow. Weiß. Das ist mir ein bisschen zu gruselig, muss ich ja ehrlich mal sagen. Ich gehe jetzt einfach mal in Tiefflug. Also wenn ich sage Tiefflug, dann meine ich wirklich Tiefflug. Was zu? Ist Kao schon wieder tot, oder was? Jetzt, wo kam der denn her? Ja, wo kam der denn her? Ein Schuss und weg. Ich versuche jetzt mal in den Tiefflug zu gehen, da vorne eine von diesen Perlenketten aufzusammeln. Pass auf, jetzt gehe ich so tief runter, dass ich gegen Berg klatsche. Mich würde es nicht wundern. Ja, genau, ich wusste es doch, hier sind Berge. So. Geh mal eine Etage tiefer, Chaos. Dann siehst du auch kein Nebel mehr. Ja, ich hole mir jetzt gleich nochmal diesen Deep Rage oder wie der heißt, von den Mad. The Mad. Ja, oder war das einer? Egal, irgendeiner davon hat mich abgeschossen von dem Mad. Die haben ja schon so ein Squadron, deswegen. Ja, die haben halt das Geld dafür, ne? Berg. Das war knapp. Whee! Zumindest haben... Uah! Zumindest haben wir einen Bodenziel kaputt gekriegt. Ja, du hast ja gesagt, die Schadensmodi haben sie auch geändert, ne? Nö. Ja. Nö. Also Schadensmodell bei dem ist immer noch gleich. Ja, ist immer noch gleich. Okay. Man kann immer noch in die Zigarre hineingucken, wenn der Arsch weggeschossen wurde. So. Jetzt aber genug der Spaßigkeiten hier. Packen wir mal ein paar nette Flugzeuge aus. Ach, schon wieder so warm heute. So, jetzt brauchen wir ordentlich die Höhe runter. Ich sehe wieder was. Ist das geil. Cool. Du bist mir. Die Spitfire. Chaos? Ja, ich bin gerade im Gefecht. Ja. Das heißt, da kannst du nicht sprechen, oder was? Doch, ich bin nur gerade etwas abgelenkt, weil ich hier von drei oder vier verfolgt werde. Ach so, das willst du mir damit sagen? Nein, verdammt. So. Ja, ich bin eben weg. Ja? Wie machen wir es eigentlich jetzt, also jetzt kriegen das die Zuschauer auch mit, das Problem, was wir gerade haben, mit SimCity. Weil da haben wir ja gerade ein kleineres Verständnisproblem mit diesem Spiel. Genau, das Spiel, das versteht uns nicht. Das auch. Nein, wie ihr mitbekommen habt, hat der SimCity fast wöchentlich irgendein Update, ja, irgendein dummes Patch bekommen. Statt dem mal da, weiß ich nicht, von Anfang an das Ding ordentlich machen. Ja, das Problem ist, dass im aktuellen Patch einige Sachen drin stehen,
wo halt dahinter steht, auch mit älteren Spielständen kompatibel. Und bei anderen Dingen steht das jetzt nicht dahinter. Und die anderen Dinge sind auch nicht gerade unwichtig. Da ist natürlich jetzt eine dicke Frage, funktioniert das noch mit unserem alten Spielständen? Ja, das ist das Problem. Das wir noch nicht, Unter anderem Verkehrsprobleme. Ja. Deswegen wissen wir nicht, wie weit wir jetzt noch weitermachen können. Replay. Ich konnte nicht zu Ende lesen. Deswegen wissen wir jetzt nicht, wie wir da jetzt weitermachen. Von vorne anfangen oder einfach weiterspielen und gucken, ob uns die Patches egal sind oder wie auch immer. Das ist mal so ein bisschen gerade dieser Knackpunkt, den wir beide gerade versuchen irgendwie zu lösen. Dass da halbwegs was für euch bei rauskommt. Genau. Eine Idee wäre natürlich, dass wir sagen, wir zocken zusammen auf einer 16er Map in einem 4er Karree. Oder auf der 7er Map, auf der wir eh gerade schon spielen. Aber so, dass wir dann immer zusammen zocken und uns gegenseitig unterstützen können, weil jeder, ich sag mal, zwei Städte hat oder so. Wobei dann lieber eine andere Map dafür ist, die zu kacke. Für mit zwei Leuten zum Spielen. Ja. Das wäre noch so eine Idee, die ich noch hätte. Oh, Matt. Ja, Matt sind böse. Ja, da fliegst du gerade auf, den gerade zu. Oh, der Schrei war von dir. Ja. Meinst du, der Matt ist das der Clan Tech? Ja, diese Squads, ja. Die sind jetzt alle in Squads hier unterwegs immer. Sind quasi fast die einzigen, die irgendwie keinen haben. Ja, weil dafür Geld ausgeben muss. Ja. Zumindest wenn man einen gründet. Ja. Das ist das Problem an der Geschichte. So, mal gucken, ob ich jetzt noch irgendwas reißen kann, weil bislang konnte ich ja irgendwie nichts reißen. Ja, die haben uns den Arsch weggeschossen, hat er gerade gesagt. Also meiner. Ich habe noch zwei Flieger. Und du? Ein, okay. Krieg ich aufgeholt. Ihr sagt, das ist halt das Problem, was war. Oh, die Stadt hat schon wieder Fliegeralarm losgerufen. Das ist halt das Problem, was wir gerade haben. Wir kommen da echt auf keinen Nenner. Ja. Wir können das ja mal als Fratzenbuch-Umfrage machen. Mal gucken, was die Leute sagen. Genau, das wäre noch eine Möglichkeit, das stimmt. Dass wir das vielleicht gleich heute nach der Aufnahme mal machen. Wie niemals. Lord of the Wings. Da kannst du sagen, was du willst. Abgeschossen. Es läuft irgendwie total kacke, kann das sein gerade? Ja. Ach, irgendwie komisch, oder? Kai-Zeit? Was ist Kai-Zeit? Keine Ahnung. Dieser Wolfgar hat mich übrigens abgeschossen, der im Chat LOL geschrieben hat. Ich weiß nicht, wie er mich abgeschossen hat. Ich glaube, das weiß er selber gerade gar nicht. Ach, so eine Pissnelke. Entschuldigung. Ich habe, glaube ich, schon mehr... Bei dem Spiel emotional. Ja, du hättest mich nicht gestern bei Battlefield hören dürfen. Also das war kein gutes Menschenbeispiel. Ach, das macht nichts. Ach, guck mal, Matt. Ah, zu viele Ziele. Ich kann mich nicht entscheiden. Wen nehme ich? Ah. Nimm einfach irgendeinen. Den Wolfgar. Der hat mich abgeschossen. Hier ist gerade ein brennendes Flugzeug an mir vorbeigeflogen. Ja. Na, ah, stirb! Geht doch. Hast du wenigstens Punkte gekriegt? Ja, ich habe den Abschuss gekriegt. Sehr schön. Lass doch mal sein hier.
Lass das schön sein. Der ist direkt über dir. Ja, ist wahrscheinlich hinter mir. Ab. Nee, der dreht nicht ab. Da ist schon wieder einer hinter dir. Den Viewfighter. Au! Drecksschwuchtel! Der hat dich mit Absicht gerammt. Arschgeige! Ah! Hihi. Genau. Weißt du noch, wie der hieß? Nee, leider nicht. Ah. Das dürfen nur zwei Leute machen. Hä? Was? Japaner dürfen das machen, aber auch nur, wenn sie auf Schiffe drauf gehen. Und deutsche Jagdbomber, wo die Hitlerjugend drin sind. Wir haben das auch gemacht. Ja. Wo er unfreiwillig. Wahrscheinlich, ja. Ja, nee, ich verstehe es einfach nicht. Oh, du hast wieder Besuch? Nee, doch nicht. Ich kann sowas nicht verstehen. Einfach mal mit Absicht reinhauen, weil man dann quasi dran vorbeifliegen würde. Ja, deswegen, also so ein Ding, der verstehe ich überhaupt nicht. So, hast du jemanden hinter dir? Nein, hinter dir hast du keinen. Das ist ja mal ein Wunder. Ja. Das war auch gut, knapp. Boah, Überlastung, Überlastung, Gehüberlastung, Gehüberlastung. Wupp, da gab's gerade einen Ruckler. Ja. Achso, weil das Spiel zu Ende ist. Wir haben verloren. So ein Kack. Ach ja. Ja, so ist es, ne? So ist das Spiel. So, damit haben wir das SimCity-Problem kurz erklärt. Ihr werdet die Umfrage schon längst gesehen haben. Damit sage ich tschüss für diese Schlacht. Gleich geht's zur nächsten. Genau. Tschüss.